Hallo und willkommen beim Belagerungsingenieur Russschmied. Dabei handelt es sich um den 12. Boss und der ist nun ab jetzt verfügbar, da nun der letzte LFR-Teil freigeschalten wurde. Wie ihr seht, haben wir gleich mal zwei Marks gesetzt, ein rotes und ein violettes. Bei Violett wird circa der Boss getankt und der Raid verteilt sich dann zwischen Violett und Rot, denn dort werden die Effekte abgelegt und auch von Rot kommen die Minen. Das ist dann später ganz wichtig, da diese zerstört werden sollten. Hier gleich, was ihr noch seht im Hintergrund, ist ein sogenanntes Fließband. Und auf dieses Fließband schickt ihr zwei Spieler, die ihr gleich zu Anfangs bestimmt. Und diese zwei Spieler zerstören oben eine Waffe. Also wie ihr gesehen habt, fahren da zwei verschiedene Waffen vorbei und eine davon kann getötet werden und danach wird diese nicht aktiviert und praktisch betrifft euch dann während des Kampfes unten gegen den Boss nicht. Daher ist es immer wichtig, zwei Spieler zu bestimmen, diese raufzuschicken, die sollen irgendeine Waffe töten, damit ihr dann unten mit weniger Effekte kämpfen müsst. Prinzipiell für die Tanks hier gleich, was sehr wichtig ist, einer nimmt den Boss, einer nimmt dann immer wieder das heranstürmende Add, welches hier ist, und danach kann gewechselt werden. Sollte euch etwas Damage fehlen, dann macht ihr einen Tankwechsel kurz bevor das Add kommt, da auf den aktiven Boss-Tank Debuff hochstackt, damit er aufs Add mehr Schaden verursacht. Und was noch ganz wichtig ist, was ihr auch gerade gesehen habt, ist die Effekte, so wie die Sägeblätter oder auch die Feuerspur, dort könnt ihr das Add reinziehen. Also diesen Schredder und der bekommt davon auch Schaden. Das heißt also, der Tank muss nicht alleine den Schaden machen, sondern er kann den Schredder einfach in die Effekte ziehen, wie das Sägeblatt, und dann geht der Schredder selbst down. Die ganzen DDs gehen nur auf den Boss und bleiben während des gesamten Kampfes nur auf dem Boss, da der Schredder um 80% weniger Schaden bekommt. Also nochmal zusammengefasst, ihr weicht den Effekten aus, so gut es geht, so wie diesen Bohrer zum Beispiel, das funktioniert immer so ringweise. Da könnt ihr dann einfach ausweichen und ihr macht nur Schaden auf den Boss. In den Sägeblätter dürft ihr natürlich nicht drin stehen bleiben, denn da zieht der zweite Tank den Schredder rein, um eben mehr Schaden auf den Schredder selbst zu haben. Die Minen könnt ihr praktisch CC'en oder festrouten und sie zerstören. Und wenn sie irgendeinen Spieler erreichen, dann gibt es halt eine kleine Explosion und etwas AOE-Schaden. Aber das ist prinzipiell jetzt nicht so wichtig. Also das Wichtigste ist wirklich nur Damage auf den Boss. Schön zwei Spieler hochschicken aufs Fließband, damit sie irgendeine Waffe töten. Und den restlichen Effekten einfach ausweichen.